Bei Sita rundet man jetzt die Kapuze zu Hilfe, aber so ganz geklappt hat es auch noch nicht. Sitaro ist jetzt in Position, die gelbe Fahne geht hoch und boxen auf zum ersten Rennen, den Preis vom Blumenbohms aussichtsreich Rennen an der 1550 Meter Marke. An die Spitze setzt sich Tilara, dahinter ist dann an der Innenseite Amazing Boy mit in vorderer Linie, an der Außenseite Sitaro, dahinter dann Basewater und am Ende des Feldes, da galoppiert derzeit Tronador. Die Pferde sind in der Gegenseite, Tilara vorne weg mit einer Länge vor Sitaro, dahinter an der Innenseite dicht auf, das ist Amazing Boy, am Ende des Feldes galoppiert Tronador hinter Basewater, die Pferde sind in der Gegenseite, Tilara mit einer Dreiviertellänge vor Sitaro, dann das nächste Duo bestehen aus an der Innenseite Amazing Boy, außen daneben dann Basewater und am Ende des Feldes, da schaut sich Tronador das alles von hinten an und hat die Konkurrenz genau im Blickwinkel, die Pferde ausgangs zur Gegenseite, Tilara an der Spitze, Tilara marschiert vorne weg, dahinter dann Sitaro außen vor Amazing Boy, dann lässt sich Basewater schon ein bisschen anfassen und am Ende des Feldes galoppiert unverändert Tronador, so kommt die Pferde gleich in den Einlauf hinein, Tilara vorne weg, Sitaro lässt sich anfassen, Basewater an der Außenseite ebenfalls, dahinter dann Amazing Boy und am Ende des Feldes Tronador, die Pferde sind im Einlauf, Tilara an der Spitze innen an den Rails, auf dem kürzesten Weg 300 Meter noch Tilaras vorne, Sitaro kommt aber jetzt etwas näher heran in gutem Schlussakkord, Tilara aber an der 200 Meter Marke weiter an der Spitze, auch am Übergang. Tilaras vorne vor Sitaro, dahinter in zweiter Position. Tilara vorne, Tilara auf den letzten 50 Metern. Und Tilara gewinnt das Rennen aus Startziel. Dahinter dann auf dem zweiten Platz.